Ein Amateurvideo dokumentiert die Flucht der Attentäter nach ihrem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Die mit Kalaschnikows bewaffneten Männer sind offenbar auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, als sie einen bereits auf dem Boden liegenden Mann entdecken. Einer der beiden Männer feuert direkt auf den Mann. Wir zeigen die Bilder dieser Exekution nicht. Das Opfer war vermutlich ein Polizeibeamter. Bei dem Überfall auf das Magazin gab es mindestens 12 Tote, darunter 2 Polizisten. Zudem wurden mehrere Schwerverletzte aus den Räumlichkeiten geborgen. Präsident François Hollande sprach unmittelbar nach der Tat von einem terroristischen Akt.